Mann. Wir haben heute im Livestream komplett Feld Nummer 71 erledigt. Das war richtig, richtig nice. Feld Nummer 71 und ich habe gerade im Anschluss auch noch ein paar kleinere andere Grasaufträge erledigt. Damit haben wir das Silage bzw. Heuherstellen durch. Und ja, über 200.000 Euro. Das ist richtig nice. Das gibt ein gutes Gefühl. Und jetzt wird es nochmal hart. Ich sage dir. Gucken wir mal rein. Wir haben hier jede Menge Aufträge. Das sind alles Ernteaufträge. Alter Falter. Komplett alles Ernteaufträge. Und ich liebäugel gerade damit, mal anzufangen mit den Rapsaufträgen. Hatte ich ja im letzten Video auch schon gesagt, hier gehen wir mal demnächst rein, hier hart in die Ernte, denn da waren die schon alle zu sehen. Und wenn ich mir das so anschaue, auch im Vergleich, es gibt ja hier verschiedenste Aufträge, die dann auch wieder das Gleiche beinhalten und wir kriegen auch zum Teil die gleichen Geräte. Und hier habe ich gesehen, Feld 50 und Feld 69 haben exakt die gleichen Geräte. Nur weiß ich nicht, ob das Schneidwerk exakt gleich breit ist. Ich hoffe es mal. Oder ob es da überhaupt Unterschiede gibt, das weiß ich gar nicht. Kann man das nachgucken? Kann man das nachgucken? Übrigens noch nichts Neues drin im Angebot. Noch kein 300.000 mit 50% Rabatt-Traktor drin. Leider nicht. Warte mal, Schneidwerke hier. Schneidwerke. Das reicht mir doch. Aha. 7,5 Meter. 8,5 Meter. 12 Meter. Jo. 13 Meter. Ja. Da geht es natürlich los, ne? Und diese Details, die sehen wir ja nicht. Die sehen wir ja nicht. 13,7 wäre das Größte. Das kann man nicht sehen, oder? Info? Frage? An dich? Als Pro? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu sehen? Kann ich mir das vorher angucken im Detail? Ne. Ne. Also ich habe hier, also es sieht so, rein optisch sieht es genau gleich aus, ne? Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Aber die Frage ist, gibt es da einen Unterschied? Fahre ich dann hier gleich 1, 2, 3, 4, 5 Kammern? 2, 3, 4, 5 Kammern. Genau das gleiche. Also ich sehe quasi tatsächlich auch so kein Unterschied. Wie ist das hier bei den Dingern? Naja, die haben hier alle weniger. Das ist das. 1, 2, 3, 4. Nee. Doch, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Das Gerät hier ist das. Das Gerät hier ist das. Wenn ich das richtig sehe. 8,5 Meter. Ja, das sollte das sein. 8,5 Meter. Alle Fruchtarten, das ist natürlich nice. So sieht es zumindest aus. Ja, wie gesagt, viel Schnick und Schnack. Ich gehe jetzt rein und mache heute Raps. Wir gehen heute komplett in die Rapsernte. Ich zähle nochmal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Aufträge komplett mit Raps. Und im Idealfall, oh wait, müsste ich jetzt natürlich nochmal gucken, wo kommt das hin? Zum John. That's it. Es geht alles an John's Farmers Market. Tja, das heißt, wir gehen rein. Attacke Vollgas. Ich schnapp mir hier den günstigsten Auftrag. Wait a minute. Das ist er, ne? Feld 50. Kostet mich hier im, das Ausleihen kostet mich hier nur 485. Beim teuersten Auftrag 1400, also fast 1000
Euro mehr kosten. Deswegen nehmen wir hier Feld 50, Geräte ausleihen. Und wir haben den Auftrag. Und jetzt... Ja, geht es los, Alter. New Holland CH7.70. Jo, Alter, der hockt da drin und chillt seine Base. Alter, schön mit Handschuhen auch. Entspannter Dude. In 1, Alter. Ich hab richtig Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Ist das eine krasse Karre? Sieht richtig cool aus. So. Das Fahrwerk, Alter. Ich bretter einfach mit dem Fahrwerk hier durch, ne? Das mit dem blöden Anhänger. Interessiert auch gar nicht, Alter. Interessiert auch überhaupt keinen. Das Dingen. Dann hocke ich mich gleich hier in den Traktor, fahre den hinterher. Das ist übrigens hier der Auftrag, auch mit dem großen Anhänger. Selbst bei dem kleinen Feld. Und wir haben jetzt hier Feld 50 angenommen. Es blinkt, jawohl. Das ist gar nicht so weit weg. Das heißt, wir brettern hier mal eben durch zum Feld 50. Mega, mega nice. Ich habe richtig Bock und ich bin super gespannt, was hier jetzt gleich abgeht bei der Rapsernte. Das ist halt auch geil, einfach geil, ne? Also ich bin hier quasi direkt vor der Tür. Feld 50 ist das Feld, was ich demnächst einfach auch selber haben will, wo ich schon überlegt habe, dass ich mir das Salz hole komplett dann für die Grasernte oder sowas. Und heute im Stream noch gesagt, sag mal, was ist denn das so beim Vorbeifahren? Ist ja diese Sorghum hier so. Und jetzt, wo ich so ranzoome, sieht man tatsächlich auch die reifen Rapsschoten mit den kleinen schwarzen Kernchen drin. Ja, das ist doch cool. Nun sieht man das auch richtig. Nice. Ja, Feld 50. Ich gehe rein. Ich fange sofort an. Also, ausfahren alles wahrscheinlich, genau. So. Darf ich das überhaupt bei der... Geht er nicht richtig hoch oder was? Geht er nicht weiter auf? Ist das so? Senken. Aktivieren. Geil, Alter. Und ich glaube, ich fahre mir hier erstmal so ein Vorgewende, weil das ist ja, kannst du ja nicht ausdenken hier. Das ist ja hier so spack. Vielleicht fahre ich auch zwei Bahnen. Dann ist das hier schon mal erledigt. Und dann können wir hier durchziehen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir einen Helfer hole. Soll ich mir einen Helfer holen? Also ich habe ja heute tatsächlich so ein bisschen Geschmack dran gefunden, dann nochmal mit dem Helfer rumzubrettern. Weil, also Feld 71, eins der größten, wenn nicht sogar das größte Feld hier auf der Map. Feld 71 haben wir, wann 9, 10, ziemlich genau in 2 Stunden komplett fertig gehabt. Das fand ich schon nice, ey. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ich mache einfach nochmal eine Bahn. Und dann gucken wir gleich mal am Ende. Und dann, was soll ich einen Helfer da machen lassen? Aber dann würde ich hier die ganze Zeit... Oder... Ah, nee, ich kann ja nichts nebenbei machen. Ich kann ja nichts nebenbei machen. Vielleicht sollte ich das irgendwie schon mal machen. Und dann einen Helfer gleich was anderes... Nee, ich glaube, ich ziehe das erstmal durch. Dann brauche ich auch eigentlich das Vorgewende nicht so sehr, wobei das ja für mich auch praktisch ist. Fahren wir hier schön am Rand entlang. Dann kann ich hier gleich einfach schön durchbrettern. Tja. Ja, wie gesagt, also Feld 71 war sehr, sehr, sehr nice, hat super funktioniert. Das war Heuernte. Und mit so richtig großen Geräten dann da lang gebreddert. Das war schon nice. So, wir gehen natürlich hier nochmal rein ins GPS. Mal eben aktiviert. Mit Alt-C, Steuerung S. Automatische Breite feststellen. Wir richten das ein. Spurführung ist an. Wir machen hier auf A Richtung. Punkt setzen. Richtung setzen. Und jetzt fahren wir mal kurz geradeaus. Ist nicht die richtige Richtung, also Alt und Ende. Jetzt ist es die richtige Richtung. Und dann mit Alt, Bild rauf, Bild runter. Dann gehen wir hier genau auf die Linie. So. Alt X. Und mit Taste 3 sind wir jetzt hier schön nochmal. Jawohl. Da muss er sich nochmal ein bisschen korrigieren, aber dann ist er drin. Und jetzt ziehe ich hier einfach schön durch. Und so schmeckt das doch. Wir sind
Naja, es ist nicht so super schnell. Also es braucht doch schon tatsächlich ein bisschen Zeit. Wenn ich mir überlege, die ganzen Felder, ist das vielleicht doch gar nicht so wenig? Ist das vielleicht doch gar nicht so wenig? Vielleicht hole ich mir doch den Helfer und ich hole dann zwischendurch einfach schon mal bei. Was mache ich die ganze Zeit, ne? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich habe ja kein zweites. Ich müsste mir, wenn, ein zweites ausleihen. Und dann könnte ich alle Rapsfelder gleichzeitig machen mit einem Helfer. Es ist ja nicht so teuer, ne? Ich ziehe das jetzt erstmal durch, würde ich sagen. Dann hole ich gleich hier den Wagen ab, sozusagen. Also den Hänger, der dann hier alles schön ablädt. Und dann haben wir das auch irgendwann gleich hier alles schön wieder im Hänger. Und dann zwischendurch. Oder ich lasse den nur dann fahren, wenn ich gerade das wegbringe. Lohnt sich das? Habe ich dann immer mehr Kosten? Siehst du auch wieder die Frage mit den ganzen Helfern. Bin ich noch gar nicht so richtig im Bilde, ne? Weil ich die so wenig oder gar nicht eigentlich verwende. Wenn ich einen Helfer aktiviere, habe ich dafür Startgebühren sozusagen. Fragen über Fragen. Ja, ich ziehe jetzt hier erstmal durch, würde ich sagen. Wir ziehen jetzt hier erstmal schön durch. Und wenn das Feld gleich fertig ist, beziehungsweise, ne, wir müssen ja gleich auch eben umladen, dann, ja, laden wir um, bringe ich das alles weg und schmeiße hier dann einfach schon mal den Helfer rein. Und damit ist das erste Feld durch. Na guck, ratzfatz. Also für dich ratzfatz. Aber trotz allem war das gar nicht so schlecht. Also es ging tatsächlich ganz gut. Ich mache jetzt hier die Karre voll. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht einfach noch direkt die nächsten Aufträge mitmachen können. Also ich versuche jetzt hier ja alle Rapsaufträge zu machen. Rapszaps. Einfach schön ein nach dem anderen. Und wenn das erledigt ist, so, mal gucken, wie viele noch reingeht. Guck mal, das waren jetzt hier gerade erstmal 27% Füllstand. Ich habe auch eben praktischerweise hier die dicksten Maschinen. Ne? Das ist tatsächlich echt nice. Also, das läuft hier schon mal ganz gut. Und, ja, das Ding, da geht noch einiges rein. Ich würde sagen, da kriegen wir noch locker mal ein ganzes Feld mit rein. Die Frage ist, welche Aufträge gibt es noch? Welche großen, ja guck, 46% erst gefüllt. Welche großen Aufträge gibt es noch für Raps? Und dann nehme ich die auch an. Wir hatten den 50er. Und was war dieser teure? Das war doch auch Raps, tatsächlich. Das ist Feld 69. Also, das wird wahrscheinlich ein größeres Feld sein. Oh ja, vor allem ist es ein unpraktisches Feld. Oh boy. Egal, müssen wir durch. Müssen wir durch. Ich nehme das jetzt an. Feld 69, Vertrag akzeptieren. Und ich mache mich auf die Socken. Ich fahre jetzt mit dem Traktor schon mal vor. Fahre dann mit dem Mähdrescher hinterher. Und ja, ich werde die ersten zwei Bahnen fahren, dann wahrscheinlich zwischendurch hier einmal wegbringen. Und währenddessen lasse ich den Helfer wieder weiterfahren. Hat gerade ganz gut funktioniert. Das wird schon irgendwie passen. Jetzt muss ich gerade noch mal eben gucken. Feld 69, wo muss ich hin? Okay, ich muss hier... Na, ich guck mal. Ich glaube, ich fahre gleich hier unten irgendwie ran. Irgendwie muss ich ja an das Feld kommen. Ja, schwierig, schwieriger Acker hier.
Aber das passt schon. So, jetzt fahren wir hier erstmal so schön zur Seite. Und dann geht es zurück in das nächste Ding. Also einklappen. Und dann muss ich jetzt darüber. Das wird schon irgendwie. Ich werde auch hier mit dem Mähwerk, ich fahre damit einfach rum. Das ist auch wurscht, Alter. Sieht ja keiner. So, da ist das erste. Da ist die erste Bahn. Die müssen wir nochmal ein bisschen korrigieren. Wir gehen da mal so rein. Und ich muss auch tatsächlich nochmal eben schauen. Ich glaube, ich hatte gerade so ein bisschen Überschnitt sozusagen. Also die Maßeinheit war nicht so ganz richtig. Haben wir hier irgendwo eine Artikelbeschreibung von dem Gerät? Auch nicht so ganz, ne? 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Feldern. Mehr habe ich nicht rausfinden können. Das heißt, ich muss nochmal eben gucken. Schneidwerke. Das war es, glaube ich, nicht. 3, 4, 5, doch, hätte aber auch 5. 2, 3, 4, 5. Tja, welches ist es denn jetzt? 7,5 Meter oder 8,5 Meter? Automatisch eingestellt sind hier 8,5. Scheint mir ein bisschen Spack zu sein. Ich werde das nochmal durchziehen mit 8,5. Also, aktivieren das. So, nochmal ein bisschen auf die Strecke. Nochmal aktivieren. Zack, haben wir grün. Senken, anmachen, schon mal den Hahn rausfahren. Und los geht es. Sieht das gut aus? Naja, geht so, ne? Vielleicht nochmal ein bisschen mehr rüber. Ne, das passt so nicht. So, so passt das. So sieht das gut aus. Die machen wir vielleicht zum Schluss nochmal eben. Ja, also, so sieht das gut aus. So ziehe ich jetzt weiter durch. Aber es könnte ein bisschen breiter sein. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen breiter sein könnte. Naja, ich lasse das erstmal jetzt. Wir ziehen nochmal durch und dann gucke ich gleich bei der Rückbahn, inwieweit das passt. Ansonsten mache ich die Bahn einfach manuell nochmal ein bisschen breiter hier vom GPS. Aber ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Das passt. So. Nächstes Feld. Jetzt wird es noch mal ein bisschen größer. Und dann habe ich allerdings die beiden größten Acker hier durch. Das wird noch mal ein Geraffel. Ich sage dir, das wird noch mal ein bisschen ein Geraffel. Aber ich lasse eben auch einen Teil. Und jetzt überlege ich schon, ob ich Vorgewände mache. Ich lasse einen Teil. Ich glaube, ich mache ein Vorgewände hier. Ich fahre jetzt einmal komplett rum. Und lass dann später hier einen Helfer hin und her brettern. Ich glaube, das macht Sinn. Also, einmal komplett um den Acker fahren. Schön einmal im Kreis, habe ich ja Bock drauf. Und dann gucken wir mal, ob danach der Helfer von alleine klarkommt. Während ich dann das Raps zum Händler fahre. So, das sieht auch wieder ganz gut aus hier. Also, schön an der Kante entlang. Läuft, damit ist das Vorgewände einmal durch und einmal komplett erledigt. Die ganze Zeit Regenwetter, ne? Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat, ey. Und man eigentlich gar nicht ernten darf. Mann, 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 Mann. So. Oha. Oh, er ist voll. Ih, knapp, knapp, knapp. Das ist ja ein Ding, ne? So. Ich dachte gerade, na nu, was gibt er jetzt so Gas? Das ist doch super nice. Das heißt, wir können ihn dann perfekt getimed gleich hier losschicken. So, jetzt erstmal wieder auskippen. Eine komplette Ladung vom Meer. Die ganzen kleinen schwarzen Körnchen. Das ist schon krass, ne? Was das an Masse ist. Wie viel Körnchen das wohl sind, wa? Milliarden. Kann das? Bestimmt. Bestimmt, ja.
Wie viel sind da so drin pro? Guck mal, jetzt hatte ich gerade eine Lohnzahlung. Minus 64 für die an Lohnzahlung. Das war jetzt gar nicht so viel. Warte mal, ich lasse gerade nochmal runter. Erstmal mähe ich hier gerade den Zipfel ab. Dann ist das nämlich auch erledigt. So. Und dann mähe ich hier am Rand nochmal gerade die 2 Meter weg. So, jetzt ist das hier schon mal durch. Und dann hat auch schön, dann bin ich wieder zufrieden. Dann ist das hier zumindest so einigermaßen sauber. Ich meine, wenn da so 1, 2 Zipfelchen rumstehen, da hinten in der Kurve steht auch noch was rum. Aber hier so eine ganze Linie, die muss ich ja mitnehmen. So, dann baller ich jetzt hier gleich schön. Ich fahre gleich los schon. Erste Tour. Und in der Zwischenzeit kann dann jetzt gleich der Helfer hier Gas geben. Das heißt, das GPS bleibt quasi aus, nutzt der Helfer ja nicht, also der hat das ja selber quasi im Kopf. So, und jetzt geht das los. Also, ich hocke mich jetzt hier hin, sag Alden, Helfer, du machst das schon. Ja, sieht gut aus. Er hockt sich da rein und er macht das auch. Und ich hocke mich jetzt hier rein. Weißt du was, ich lasse den jetzt einmal noch durchfahren bis zum Ende und fahr dann da hinten, nee, ich fahr sogar vor, stell mich kurz vors Ende, dann kann er nochmal abladen, weil hier passt ja noch was rein, ich bin erst bei 70%, dann kann er nochmal abladen und dann ist er hier, also dann bin ich jetzt auf jeden Fall relativ voll, vielleicht sogar 100% voll. Ich guck von der Breite her. Ja, ich stelle mich hier auf die zweite Bahn. Also hier so ziemlich genau. So. Und er kann dann eben komplett durchfahren in der Zeit, wo ich hier gleich die ganzen kleinen schwarzen Kügelchen wegbringe. Alter, ist das ein Dingen, ey? Ist das ein Dingen? Raps, Seeds, Hammer. So. Gib Gas, Alden. Alter, da kommt er an. Da kommt er an mit der Großmaschine. Sauber. Und jetzt direkt Attacke. Ey, er fährt durch. So. Jawohl. Erstmal alles rauslassen. Mal gucken. Wir sind bei 80%. Okay, das war's. Damit ist er durch. Jetzt stelle ich ihn mal nicht im Weg. Perfekt. Und ich fahre los. 80% gefüllt. Und er kann jetzt hier komplett die Bahn durchziehen. So, und dann sind wir auch schon hier. Ich habe gerade noch mal zweimal geguckt, ob wir denn auch hier richtig sind. Und ja, hier ist ja auch das Zeichen John's Farmers Market. Und hier laden wir natürlich auch richtig ab. Also alle Aufträge hierhin. Damit mir das bloß nicht nochmal passiert, dass ich mal falsch ablade. So, und jetzt kommen sie raus. Die ganzen kleinen Kügelchen. War das mit I? Mit I. Alter, wusch. Die komplette Breitseite hier. Das schwarze Gold. Hammerhart, ey. Alter. Ja, geil. Feld 50 abgeschlossen. 30% von der 69 abgeschlossen und das eben mit einer Lieferung schnell wieder zurück und ich lasse den erstmal noch ein bisschen weiter arbeiten, oder? So, der ist ja hier ganz schön zu Gange und ich glaube, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut hier. Also er zieht hier seine Bahn und dann versuche ich gleich mal vielleicht sogar mitzufahren. Das heißt, ich muss das Tempomat mal ein bisschen runterstellen. Er fährt, glaube ich, so mit 10 ungefähr. Kann ich da rein bei ihm? Ja, er fährt exakt mit 10. Also, gehe ich gleich hier rein. Tempomat ist auch auf 10. Jetzt sollte er ja da vorne vernünftig und professionell wenden. Macht er das oder macht er das nicht? Ich glaube schon. Das ist geil. Dann ist quasi da einfach mit rein. Ja. Mähwerk senken.
Jawohl. Gekonnt, Alter. Gekonnt. Ja, sauber, Alter. Profi. Profi am Werk. Hier kommt das schwarze Gold rausgeschossen. Und jetzt muss ich gleich Gas geben. Dann fahre ich eben die Bahn mit. Er hat jetzt hier gleich 40% wieder drin. Das heißt für mich, erstmal hier schön auf die Bahn. Bisschen rüber. So, wie sieht das aus? Passt das? Ich glaube schon, ne? Ne, ich kann noch ein bisschen mehr rüber. So, noch ein bisschen mehr rüber. So. Ja, jawohl. Und jetzt ziehe ich gleich hier durch. Auch mit Tempomat. Also, ab auf die 3. Und gib ihm. Go, 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 go. Und da sind wir schön parallel. Amamat. So soll das sein, Alter. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen korrigieren, die Bahn. Bisschen rausfahren. So. So sieht das doch auch cool aus. Und so läuft das. Alter, perfekt. Perfekt. Ja, das ist cool. Das ist richtig cool, wenn das so läuft. Perfekt, ey. Oh, wieder ein bisschen korrigieren. So. Nice, ja, sehr, sehr geil. Ja, und jetzt heißt es durchziehen, ne? Durchziehen, der Acker hier, da sind noch ein paar Meter. Ich würde sagen, schön einen nach dem anderen. Und wenn die Karre dann gleich voll ist, dann geht es tatsächlich an die weiteren kleinen Aufträge. Und die sind dann wahrscheinlich gerade hier mit den großen Geräten ziemlich schnell erledigt. Die letzten Schnibbel. Und oh boy, es ist vollbracht. Sehr schön. So, alles hoch, einfahren, auskippen. Also alles schnell mal eben hier rüberfahren. Und dann gucke ich gleich mal, welche von diesen kleinen Feldern sind es noch. Das waren jetzt die beiden größten Felder. Und guck mal hier, Alter. Das Ding ist schon fast voll. Nicht schlecht, ey. Also, ballern wir nochmal ordentlich rein. Mal gucken, wie viel hier noch reingeht. Ich hoffe, das Teil wird jetzt richtig schön gefüllt. Randvoll am besten. Und dann habe ich doch hier alles erledigt. Vielleicht nehme ich sogar vorher noch die anderen Aufträge an. Es ist 100% gefüllt. Es sind noch 4% hier im Meer drin. Das ist nice. So, bevor ich also wegbringe, gucken wir nochmal eben in die anderen Aufträge. Wo sind sie? Da sind die Aufträge. Also, das ist der aktive. Der 50er ist schon abgeschlossen. Der ist so gut wie abgeschlossen. Ich muss einen kleinen Bruchteil nur noch reinkippen. Ansonsten ist der gesamte Hänger ja eigentlich schon rein für mich. Hammerhart. So, was haben wir hier? Hafer, Raps. Feld Nummer 3, akzeptiert. Was haben wir noch? Weizen. Das machen wir alles die nächsten Tage in den nächsten Aufnahmen. Raps, Feld 27. Akzeptiert. Weizen, Hafer, Weizen, Weizen. Und nochmal, das ist ja winzig, Feld 80. 380 Euro nur. Da muss ich mal gucken, das ist wahrscheinlich der Fahrtweg länger, als der Auftrag irgendwie einbringt. Hammer. Hammer, ja komm, mache ich trotzdem. Ja komm, akzeptieren. So, das heißt, ich habe jetzt sämtliche, gehen wir nochmal durch, ja, sämtliche Aufträge hier drin mit Raps. Und wir müssen überall abgeben bei John's Farmers Markt. Und das machen wir jetzt. Also rein in die Karre, komplett gefüllt, 100% voll. Und ich fahre mal eben rüber hier zum John's Market und bin mega gespannt, ob ich jetzt damit schon direkt die Aufträge abschließe. Mal gucken. Ja, so, da sind wir. 37.500 Liter Rapssamen. Ist das der Burner, Alter. Und raus damit. Guck mal, wie das aussieht, weil das gar nicht, wie das rauskippen würde, ne? Und da oben kommen die Zahlen rein. Bam, abgeschlossen.
90%. Jawohl, weiter geht's in die nächsten Aufträge. Und ich bin gespannt, was haben wir alles gemacht? Feld 69, 86%. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wie sieht das jetzt aus hier? Da war wieder irgendeine grüne Meldung. Wie sieht das aus? Abgeschlossen die 50. Oh, guck mal, 69. Wie ist das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt passiert? Wir haben hier 20%. Hier auch 20%. Das sind die 20%, die jetzt hier schon drinne stecken, obwohl wir die Ernte noch gar nicht angefangen haben. Normalerweise entstehen diese 20% mit den ersten Bahnen, die man dann quasi erntet. Und die fehlen jetzt hier. Okay, das ist interessant. Wobei das jetzt hier nicht drin ist. Ja, also, jetzt gibt es ein bisschen Gurkerei. Feld 69 ist quasi erledigt. Das heißt, ich fange jetzt gleich an hier mit den kleinen Feldern. Mach die mal eben. Ich muss jetzt eigentlich nur noch mit dem Mäher hier hin. Ich denke, ich werde das alles komplett mit dem Mäher abernten. Einmal vollladen in den Hänger und dann ist es erledigt. So, runter, aktivieren. Und ich glaube, ich fahre hier einfach freihand durch. Das ist Feld Nummer 3. Also, das erste von den winzigen Feldern. Und hier muss ich vielleicht dreimal hin und her fahren. Und dann ist das auch schon erledigt. Und ich glaube, hier vorne sehe ich auch schon die ganzen anderen Kleinfelder, wo wir ja auch noch Weizen und sowas drauf haben. Das machen wir aber dann, wie gerade schon gesagt, die Tage. Schön jetzt Stück für Stück in den nächsten Videos. Beziehungsweise mal gucken, vielleicht sogar nochmal im Livestream. Oder wir gehen im Livestream schon in den nächsten Monat, ne? Würde ich sagen. Mal gucken, was es da Neues gibt. Vielleicht gibt es da wieder irgendeinen Großauftrag. Den kann man ja immer ganz nice auch im Livestream machen. Dann ist das mal eben schnell erledigt. So in 2 Stunden ungefähr passt das doch immer ganz gut. Übrigens Livestream immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag und dann in der Regel so ab 21 Uhr live auf Twitch und an den ganzen anderen Tagen wird dann immer schön noch geangelt. Schön rein in die Angelsimulation. So, das sieht auch schon gut aus. Na, aber ich glaube, ich musste hier doch noch zweimal lang. Da hinten ist es deutlich zu breit. Aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht hier. So, jetzt fahren wir einmal an der anderen Seite nochmal lang. Das ist nicht schlecht. Übrigens auch alles komplett mitnehmen, 100%. Denn die Saaten, die sind ja wichtig für mich. Ich will ja die Saaten haben. Ich hätte ja hier gerne schön alles so. Alles, was wir eben verkaufen können. Alles ist halt extra, alles für mich. Ja, und dann tatsächlich die Überlegung, ne? Hol ich mir vielleicht fürs Grundstück so ein Silo? Da muss ich echt nochmal gucken. Oh, und die gleich nochmal kurz reingucken, ob es vielleicht neue Angebote gibt für Traktoren. Das hängt mir die ganze Zeit im Nacken, ne? Oh, ich muss hier nochmal lang. Das passt nicht. Das passt leider nicht. Das ist ja doof. Warte mal, ich fahre mal hier so ein bisschen die Schräge. So leicht, so, das ist natürlich jetzt schon viel zu viel. Aber hier so leicht die Kante weg. So, ah, vielleicht reicht das hier schon. Na komm, dann kann ich auch durchfahren, ne? Und dann wird das doch jetzt von der Breite hier reichen, ne? Genau, so, jetzt rein hier. Ja, so ein Silo. Genau. So ein Silo überlege ich. Irgendwer hat ja schon unter einem der letzten Videos geschrieben, ja, es gibt ja so ein öffentliches Silo hier, wo man seine Sachen unterbringt. Aber das ist dann halt so weit weg und so, ne? Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Aber ja, also ich sag mal, das wäre halt eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so fürs Feeling hätte ich das dann doch gerne auf dem eigenen Grundstück. Und dass ich dann halt sagen kann, okay, jetzt haben wir die besten Marktpreise für Getreideart XYZ. Jetzt wird verkauft. Das ist so die Idee. So, erstes Feld ist erledigt.
Ich fahre direkt weiter. Das war Feld Nummer 3. Ich fahre direkt weiter. Nehmen wir mal, gucken wir mal, 80 oder 27. Was haben wir denn in der Nähe? Wahrscheinlich 27, ne? 27 ist hier und danach geht es weiter zum Feld 80. Ach je. Okay, aber 27 ist hier. Da komme ich dann gleich, ja, von hier irgendwie runter. Das kriegen wir schon. Alles klar. Attacke. So, hier schon wieder senken. Aktivieren. Weißt du was? Ich lasse das mal aus hier mit dem Navi, mit dem GPS. Denn die kleinen Dingers hier, die fahre ich jetzt so einfach durch. Das ist ja ratzfatz erledigt. Aber ich glaube, ich kriege hier nicht alles rein. Damit bin ich, glaube ich, schon gleich voll hier mit dem Feld. 50% jetzt. Ich denke eher nicht, dass ich damit ausreichend Kapazität habe. Das heißt, ich muss echt gleich nochmal den Hänger holen. Das ist ja uncool. Und danach weiter bis zum 80er. Das ist wirklich uncool. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Mir fällt gerade eigentlich nichts ein. Hoppala. Ah, komm. Ja, hilft alles nichts. Ich ziehe jetzt hier durch. Mach das eben hier nochmal schnell fertig. Und ja, wahrscheinlich muss ich gleich den Hänger holen. Und dann laden wir nochmal ab, machen den nochmal schön voll. Dann weiter zum Feld 80. Und dann ist es erledigt, hoffentlich. Alle Aufträge abgesackt, eingesackt, abgesahnt. Und dann haben wir's. Geil. Alter, es macht ja schon Bock, ne? Ich sage dir, wie es ist, ey. Gerade hier solche Sachen, wo man einfach mal schön durchziehen kann. Das ist schon richtig nice. Einfach mal eben hier die Bahn durchziehen. Das macht schon Bock. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder so ein bisschen wild gewirtschaftet. Ein bisschen wild alles abgemäht. 99%. 100%. Zack, erledigt. So, und jetzt ab in den Schlepper, ab in den Hänger. Und mal eben, so, können wir uns so hinstellen. Genau. Ausfahren das Ding. Und dann gib ihm. Wir brauchen Space. Wir brauchen mehr Platz. Go, go. So, da ist er. Schön daneben. Go, go. Zack, 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 zack. So, fahren wir vielleicht noch ein bisschen zurück. Ne, steht da trotzdem im Weg, ne? Egal. Dann machen wir das eben so. Kurz voll machen das Teil. Ach, ist das abgefahren. Ja, aber so geht das, ne? Wenn man das halt zu zweit macht, ist es natürlich nice, dass einer eben schon die ganze Zeit dann eben wegfahren kann. Allerdings muss ich sagen, zu zweit, für zu zweit wäre das noch fast ein bisschen zu wenig Arbeit. Also wenn hier einer die ganze Zeit nur nebenher fährt und darauf wartet, dass der Hänger voll ist, also das ist ja nicht notwendig, ne? Zack, zack, rein da. Senken, aktivieren, go, go. Das ist halt nicht notwendig, ne? Also da wäre halt ein zweiter mehr interessant. Und dass man dann sagt, okay, man mäht zu zweit und einer macht, zieht die ganze Zeit durch und der andere mäht bzw. fährt nebenbei dann auch noch weg. Weil nur fahren, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Mähen plus fahren, ja. Dass man dann sagt, okay, man hat quasi einen, der die ganze Zeit durchmäht und der andere mäht und ne, da hast halt so 50% mehr Mähauftrag sozusagen oder 50% mehr beim Mähen. Die Wirkung des Mähens, also bist du mit dem Feld schneller fertig. Aber nur mit dem Fahren. Guck mal, jetzt würde der die ganze Zeit stehen oder nebenher fahren. Das geht so nicht. Oder halt gänzlich was anderes machen, ne? Könnte man natürlich auch machen. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Irgendwie muss ich doch nochmal hier ein bisschen effektiver reingehen. Oder ich leih mir halt für solche Aufträge tatsächlich zwei mehr aus. Ob sich das lohnt? Zwei Aufträge, einen großen und einen kleinen mehr. Guck mal, bei dem kleinsten Auftrag war ja auch ein mehr mit dabei. Und
Das ganze Ausleihen mit dem gesamten Setup hätte nur 80 gekostet. Vielleicht ist das ein smarter Weg. Und dann lässt man quasi die ganze Zeit einen Helfer durchmähen und hat trotzdem dann zwei Geräte am Start. Da muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Naja, so, jetzt machen wir hier fertig. Danach das letzte kleine Feld Nummer 80. Und dann haben wir es. Ja, ist es denn wahr? Ist es denn wahr? Da bleiben hier links oder rechts einfach nochmal so ein Meter Streifen, so ein halber Streifen bleibt hier stehen. Ja, ist es denn? So, das ist ja unangenehm. Da muss ich hier wirklich nochmal ran. Ja, hilft alles nichts. Da bleibt einfach ein kleiner Streifen hier hängen. 60%. Feld ist abgeschlossen. Ja, ja, denkst du, Alten. Ich nehme hier mit, was ich kriegen kann. Das ist alles mein Cash, mein Bonus. Und die Cash-Bonus und Auszahlung, die gucken wir uns jetzt natürlich gleich an, inwieweit das Ganze denn hier effektiv war. Und dann können wir ja mal gucken, in den nächsten Videos kommen dann ja noch die beiden anderen Fruchtarten dran, was dann so am meisten bringt. Ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich vergleichen kann von den Mengen her. Naja, aber letzten Endes sind es schöne Aufträge. Ist zwar ein bisschen Gurkerei, gerade mit solchen kleinen Feldern, aber eigentlich geht das, ne? Man fährt hier trotzdem halt ein paar Mal noch drüber und dann hat man alles erledigt. Ja, und theoretisch, ne? Theoretisch gebe ich auch immer noch nicht alles ab, denn ich kann ja mit dem gleichen Mähwerk auch noch weitere Aufträge machen. Deswegen muss ich jetzt gleich ganz genau aufpassen. Nee, weißt du was? Ich gebe einfach keine Aufträge ab. Ich gebe das jetzt einfach... Ich fahre das jetzt einfach alles weg. Ist leer? Ist leer. Und dann, wenn das alles weg ist, dann ist erstmal Ende. Und dann gehen wir in den nächsten Auftrag rein. Und wenn der nächste Auftrag dann erledigt ist, dann, nee, auch nicht. Dann gehen die nächste Auftragsserie rein. Wir haben nämlich hier, das ist ja alles das gleiche, genau. Danach geht's, sagen wir mal, in den Hafer und danach nochmal Weizen. Das ist ja alles ein Gerät. Warum soll ich das nochmal neu ausleihen? Und wenn das dann fertig ist, oh boy, dann sind das aber mal richtig viele Aufträge. So, jetzt aber schnell abgeben. Und dann gucken wir mal, ob das gereicht hat und wie viel Cash da noch extra dazugekommen ist. So, hier mit der halben 40% beladenen Karre. Aber das ist eben jetzt der gänzliche Rest. Und damit sollten die Aufträge fertig sein. Und mein Bonus sozusagen sollte auch damit schon bezahlt sein. So, abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Alles andere noch für mich. 3781 dann auch nochmal extra. Das ist okay. Es ist okay. Es ist tatsächlich okay. Also 1, 2, 3, 4, 5 Aufgaben schon erledigt. Das Ganze geht natürlich noch weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Also wir haben 15 Aufgaben insgesamt. Aufgabenmarathon läuft. Die werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch alle jetzt gemacht. Und dann wird alles abgegeben. Und dann gucken wir mal, was da halt noch in Gänze bei rumkommt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt bei 232.000. Es schmeckt, es läuft. Und wir nutzen das natürlich auch noch weiterhin komplett aus. Also einschalten beim nächsten Mal. Wir gehen dann rein ins Haferernten. Und dann gucken wir mal, wie gut das so läuft. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mehr im Livestream. Bis dahin.